machen das. Ja, ja, ich mache dann alles an. Ich habe schon geprobt. Ja, einen guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde. Vielen Dank, dass Sie heute Abend gekommen sind zu einem Themenbereich, wo man ja oftmals meint, es ist doch schon alles gesagt, gezeigt und zehnmal gesagt. Aber heute geht es um einen Teil des letzten Krieges der Nazizeit, der über viele Jahrzehnte völlig vergessen und verschüttet worden war. Und ich war im Sommer 1989 mit meiner Frau zum ersten Mal in Riga, das war noch zur sowjetischen Zeit dort, und wir sind damals dahin gefahren, weil im Osten viel Neues war. Da tat sich viel. Das war also eben unheimlich interessant. Und kurz vorher ist ein Buch veröffentlicht worden hier von Bernhard Press, Lettischer Jude, die Judenmord in Lettland. Und mit dem Buch ist man auch durch Riga gegangen. Und dann auf Spuren getroffen. Dann also eben vorher noch, ja, das war wichtig, Gespräch mit Paul Wulff in Münster gehabt. Kennt vielleicht den Namen. Einzelne Nazi-Verfolgter sterilisiert, der hinterher unheimlich viel dafür getan hat, diese Zeit aufzuklären. Und der hat nämlich auch noch darauf gebracht, ihr guckt doch mal da und da, da gibt es einen Bericht von Sigi Weinberg aus Münster, Deportation nach Riga, 1941. Gut, und dann die Orte besucht und dann hat er eben festgestellt, es waren völlig vergessene Orte. Und dann ging sozusagen der Stein ins Rollen. Und ich stütze mich dabei auf folgende Quellen, also einmal die Besuche vor Ort, also ich habe es jetzt gar nicht so richtig durchgezählt, aber weit mehr als 10-mal war ich in Riga, in Lettland, dann auch in Litauen, auch also eben in den entsprechenden Teilen von Polen, wo diese ganze Leidensgeschichte dann endete. Und das ist das Erste, dann die Berichte von Überlebenden. Zuerst Maras Westermannis, langjährig oder der Begründer des jüdischen Museums in Lettland, dann andere lettisch-jüdische Ghetto- und KZ-Überlebende, dann meldeten sich hier